Hallo und willkommen bei Tomb Raider, dem Reboot aus dem Jahr 2013, beziehungsweise hier in der Definitive Edition. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie lange ich mich schon darauf freue, dieses Spiel mit euch gemeinsam zu spielen. Vor allen Dingen mit dem Hintergrund, dass bald, nächsten Monat, bereits der dritte Teil der Reboot... Mein Gott. Den Ton mal hier ein bisschen runterdrehen. Bereits der dritte Teil der Reboot-Trilogie erscheint und ich Rise of the Tomb Raider noch nie gespielt habe, freue ich mich extrem mit euch jetzt Tomb Raider, dann Rise of the Tomb Raider und dann hoffentlich Shadow of the Tomb Raider spielen zu können. Tomb Raider selber, Tomb Raider die Definitive Edition hier auf der Playstation 4 habe ich bereits einmal durchgespielt. Das seht ihr auch hier, 92% gemeistert. Das ist aber, wie ihr am unteren Spielstand sehen könnt, sehr lange her. Ich habe nur noch mal reingeguckt wegen der Steuerung. Ich habe es seit 2015 nicht mehr durchgespielt. Das war das einzige Mal. Und dementsprechend kenne ich die Handlung nicht mehr so gut. Ich kenne die Gräber nicht mehr, aber das werden wir alles sehen. Wir spielen ein neues Spiel. Ganz kurz nochmal, das ganze Spiel ist ein Reboot. Es ist also nicht zu 100% an die alten Teile angelegt. Es erzählt eher die Vorgeschichte der... Tomb Raider Teile wie Underworld, Legend und wie sie alle heißen. Das ist sozusagen die Vorgeschichte, die aber als Reboot im Nachhinein erschienen ist. Okay, wir wählen einfach den ersten Slot. Ich weiß, 92%, ich habe da auch sehr viele Sachen gesammelt, aber ganz ehrlich, ich möchte das Spiel gerne mit euch auf 100% spielen und daher brauche ich den nicht mehr. Der ist eh alt und ja, zack, ja. Wir spielen das ganze Spiel tatsächlich auf dem schweren Schwierigkeitsgrad. Ich hoffe, ich werde nicht in den Kämpfen zu oft sterben, damit das dadurch nicht eventuell für euch zu anstrengend wird. Aber im Notfall würde ich dann zusammenschneiden, ne? Gut, ich freue mich riesig und wünsche euch viel Spaß mit dem Spiel. Ein berühmter Forscher hat einmal gesagt, was wir tun, ist besonders, nicht was wir sind. Ich wollte mir einen Namen machen, Abenteuer nachjagen, aber stattdessen haben die Abenteuer mich gejagt. Stunden. Hilfe! Wenn das Leben an uns vorüberzieht, finden wir etwas. Etwas, das uns antreibt. Das uns weitermachen lässt. schwingen. Halten Sie den linken Stick mit einem Schwung, um die Schwungkraft aufzubauen. Okay. Ich sag einfach mal gar nichts, okay? Genießt es einfach. Hilfe! Jonah! Reyes! Hilfe! Runter! Ich muss runter! Oh ja. Nach so einer Geschichte hier würde ich aber, glaube ich, auch so werden, wie sie in den späteren Teilen ist. Eiskalt und zu allem bereit. Oh Mann. Oh Gott. Ihr seht schon, wer auch immer hier Interesse halber auf dieser Insel. Das frage ich mich auch, Laura. Wer auch immer hier lebt, scheint, naja, eine interessante Art und Weise und eine interessante Vorstellung von Anbetung zu haben, oder? Eine Boje. Wer hat die denn hier runtergeschafft? Und überall Schädel, Kerzen und... eine zur Show gestellte Leiche. Seht man da im Hintergrund? Was ist das denn? Diese Gestalt, die dargestellt wird. Oh Mann. Das ist aber wirklich schön gestaltet auch, oder? Guck mal, da oben hängt einfach eine Teetasse. Ja, und ihr seht schon, das Spiel ist definitiv etwas ganz anderes als die alten Tomb Raider-Teile. Es versucht, einen mitzureißen. Es versucht, uns die Emotionen, die Gefühle, die Ängste von Lara näher zu bringen. Man fühlt sich selber ein bisschen in die Situation hinein und hat vielleicht sogar Mitleid, oder? Okay, wir gehen weiter. Wir wollen natürlich herausfinden, ob unsere Freunde, unsere Crew... noch am Leben sind. Und hier haben wir eine Fackel. Neue Ausrüstung erhalten, die Fackel. Und die werden wir gut brauchen. Ach, guck mal hier rechts, der Helm. Das ist doch so ein typischer, keine Ahnung, 18. Jahrhundert, oder? 18. Jahrhundert. So, Quadrat gedrückt halten. Okay. Auch sehr viele Dosen und Flaschen. Wer auch immer hier lebt, lebt scheinbar auch von dem ganzen Treibgut, oder? Oder eben von gestrandeten Leuten. Er muss mich gehört haben. Ich würde die Fackel ausmachen. Oh, verdammt. Ein altes Segel, sehr viel Holz und... hier schon wieder noch mehr Flaschen, noch mehr Gefäße, noch mehr Waren aus Schiffen, oder? Oder eben Proviant und Ausrüstung. Überlebensinstinkt. Drücken Sie L1, um die Umgebung zu erkunden. Das ist ein sehr wichtiger Modus, durch den uns, ihr könnt es bereits sehen, Gegenstände, mit denen wir interagieren können, angezeigt werden. Sehr laut. Wir zünden einmal hier das Segel an und guck mal hier. Zack. Und das Fass, das besser nicht brennen sollte. Explodiert. Okay, wir gehen mal lieber schnell. Eieiei. Sah aus wie ein Einheimischer, ein Eingeborener oder sowas, oder? Und auch hier nochmal, genießt einfach die Atmosphäre. Wir wissen nicht, wo wir sind, wie wir hier wegkommen und wo die anderen sind, aber wir müssen überleben. Das zählt alles und guckt euch mal die Knochen an überall. Willenskraft, finde einen Weg hinaus. Okay. Oh Gott, guck mal hier. Eine Mine, oder? So eine alte Mine, die man früher ins Meer gelegt hat, damit keine Boote drüber fahren können. Okay. Aktuelle Position, Höhle der Plünderer. Das können wir schon mal anzünden. Ach, guck mal. Sonnenlicht. Darf nicht wahr sein. Okay, das rutscht wieder zurück. Da kann ich aber dran springen, oder? Ach, Moment, das ist da nochmal fest, sehe ich gerade. Das muss auch noch weg. Aha. Oh Mann, und sie hält sich die ganze Zeit an die Seite. Zu Recht, oder? Guck mal, das war einfach durch. Die Metallstange ist durch den Körper durchgegangen. Mag man sich gar nicht vorstellen. Das bleibt hängen, aber da komme ich jetzt dran, oder? Von hier aus. Hepp. Ach, guck mal, die Kisten sind da reingefallen. Sehr schön. Dann kann ich jetzt bestimmt hier das Ding runterschieben, weil die Kisten für mehr Gewicht sorgen, oder? Ich glaube, das war nicht so schlau. Ah, ich hätte die anzünden müssen. Okay, ich hab's verstanden. Vor allen Dingen überlegt mal, wir hatten so viel Glück, dass wir im Nachhinein lebend überhaupt aus dem Wasser rausgekommen sind. Und dann... ja, und dann werden wir bewusstlos geschlagen und hier in irgendeine Höhle geschleppt. Das ist natürlich doppelt ärgerlich. Okay, los geht's. Das kam überraschend. Dass ich auch noch die Taste drücken muss, kam sehr überraschend. Lass los, du Mistkerl! Was ein Anfang, oder? Was für ein Anfang. Und ich mag die Gestaltung von Lara, wisst ihr das? Ihre ganze Präsentation, ihr Aussehen, ihr Verhalten, ihre Menschlichkeit, sag ich mal. Es ist einfach alles so cool. Trotzdem tut sie mir sehr leid. Und ihr seht schon hier, wir sind auf einer Insel, höchstwahrscheinlich. Und wir sind nicht die Ersten, die hier gestrandet sind. Flugzeuge, viele Schiffe und Boote. Sogar Segelschiffe da hinten, alte Schiffe. Oh, da unten ein Rettungsboot, seht mal. Oh Mann. Ich werde nicht viel erklären zum Spiel selber, ne, die ganzen Mechaniken, wir werden es Stück für Stück selber kennenlernen. Ich ziehe lieber durch und möchte die Atmosphäre nicht stören. Das Rettungsboot. Wo sind sie? Wahrscheinlich an einem Platz. Aber sie leben. Sprachsteuerung. Was? Nee. Okay. Ganz langsam. Oh nee, sowas bin ich ganz schlecht. Bitte nicht. Oh Mann. Wie gut die Töne aber auch mitspielen, ne? Und das sieht aber auch gut aus, oder? Ursprünglich für die 360 und die Playstation 3 erschienen, wurde die Definitive Edition nochmal neu aufgelegt für die neue Konsolengeneration. Und ich finde es einfach nur schick. Okay, da führt der Weg lang, zwischen den Felsen. Oh. Ein alter Bomber, oder? Ich bin mir nicht sicher. Wir müssen darüber. Wir müssen darüber. Ich schaff das. Oh wei. Ah. Lara fällt aber auch oft hin, ne? Oh Mann. Das ist schön. Ist das schön. Okay, Wände hinaufklettern. Ich bin auch sehr gespannt auf Rise of the Tomb Raider. Weil das hier nochmal von der Präsentation her richtig schick sein soll. Aber erstmal Tomb Raider. Sams Tasche. Und die Geschichte rund um unseren Beginn als Abenteurerin. Sam! Sie müssen hier gewesen sein. Neue Ausrüstung erhalten, Funkgerät, Lebenszeichen, folgen Sie der Spur der Überlebenden. Vielleicht ein bisschen Trinkwasser? Nee. Cool, oder? Jetzt hängt das Mikrofon sage ich schon, das Funkgerät hinten an unserem Gürtel, an unserer Popotasche. Schwimmwesten, Wie kann man denn in so kurzer Zeit so viel Müll produzieren? Oder? Guck mal, die haben ja ganze Müllhaufen gebildet. Haben die ihre Tagebücher zerrissen oder was? Na gut. Und guck mal hier. Strömender Regen. Mein Gott. Und noch mehr Flugzeuge. Ne, echt jetzt? Guck mal, wenn wir nach oben gucken, tropfen Regentropfen auf unseren Bildschirm. Wenn wir geradeaus gucken, nicht. Ja, äußerst cool gemacht. Okay. Oh Gott. Aktuelle Position, Küstenwald. Ich hab Quadrat gedrückt. Ich bin unschuldig. Oh Gott. Der Traumfänger da vorne, wenn ich den schon sehe, ne? Hört mich irgendjemand? Bitte antworten. Hier sehen wir die schon bald weltberühmte Archäologin Lara Croft, ganz in ihrem Element. Sie sucht nach dem untergegangenen Königreich Yamatai, Heimat der wundervollen Himiko, mythische Sonnenkönigin und eine Vorfahrin von mir. Sam, das hier ist echt ernst. Ich will nur die Stimmung auflockern. Alle sind so angespannt. Worüber machst du dir Sorgen? Ich bin da an was dran. Ich bin mir ganz sicher. Aber ich weiß nicht, ob die anderen mir zuhören. Ach, es ist doch eh sinnlos. Lara, du weißt mehr darüber als jeder andere. Im Ernst. Und ich sag das nicht, damit es dir besser geht. Ich vertraue dir. Und Roth genauso. Du schaffst das. Lass uns mal eine Pause machen, ja? Okay, okay. Und Sam, danke. So ernst ist sie nicht jeden Tag. Los, los! Hau ihn um! Wie bitte kommst du auf die Idee, dass ich diese Expedition nicht ernst nehme? Lara, ich meine, nicht nur Sams Familie finanziert uns, mein Geld steckt auch drin. Irgendwas hat jeder eingesetzt. Das Geld reicht nicht ewig, Whitman. Genau deshalb sollten wir nach Osten fahren, nicht nach Westen. Niemand vermutet das. Niemand vermutet Yamatai so weit östlich. In den Büchern steht auch nichts darüber. Gefunden haben die Autoren Yamatai auch nicht. Darüber habe ich mit Roth gesprochen. Es macht keinen Sinn, immer nur anderen zu folgen, Dr. Whitman. Ich riskiere doch nicht mein Renommee wegen deiner Ahnung. Ich bin hier der leitende Archäologe. Und wann waren Sie das letzte Mal ohne Fernsehteam unterwegs? Ich habe 30 Jahre Erfahrung, 2 Doktortitel, einen in Asienkunde. Kümmern Sie sich doch ums Boot, Mr. Graham. Schiff, Dr. Whitman. Es ist ein Schiff. Das weiß ich auch ohne Doktortitel. Sehen Sie, in Richtung Osten werden wir direkt ins Drachendreieck gelangen. Und genau da müssen wir hin. Lara, mein kleiner Vogel. Ich folge dir überall hin, aber dort herrschen böse Kräfte. Eher böse Stürme. Das Bermuda-Dreieck ist dagegen Disney World. Ich komme mit. Die Sage um Königin Himiko erzählt, sie könne einen Sturm beschwören. Mythen sind sehr häufig die Reste einer vergangenen Wahrheit. Was, wenn Yamatai wirklich irgendwo in diesem Dreieck ist? Sieh nur, das hier sind die Satellitenaufnahmen aus dem Drachendreieck. Sieht nicht gut aus. Wenn's nass ist, kann ich drauf segeln. Oh, Sie wollen da genug. Tatsächlich... Reyes hat recht. Wir sind nicht hier, um rumzujammern. Also, jetzt oder nie. Lara bringt frische Ideen und einen Plan. Ich bin der Kapitän. Es ist meine Entscheidung. Wir steuern jetzt ins Drachendreieck. Was mache ich bloß hier? Ich kann hier nicht einfach rumsitzen. Ich muss etwas zu essen finden. Hm, das ist aber interessant, oder? Also war es prinzipiell Laras Idee, in den Sturm hinein... Also das heißt Idee. Die hat den Hinweis gegeben, dass man eventuell mal zum anderen Ende der Insel reisen sollte. Und dort war dieser Sturm, der uns buchstäblich zerfetzt hat. Okay, etwas zu essen. Und die Wunde scheint auch nicht mehr ganz so schlimm. Schmerzen. Oh, bitte nicht. Oh Gott. Armer Kerl. Moment. Den Bogen kann ich brauchen. Finden Sie eine Waffe, um Hirsche zu jagen. Bogen klingt super, oder? Und hier haben wir auch alte Ruinen. Aha. Was ist das hier? 3 Pfeile. Uah. Ich schaff das. Provisorischer Langbogen. Das Ding noch funktioniert. Erinnere dich an das, was du von Roth gelernt hast. Du kannst die beste Form und Technik der Welt haben, aber ohne Konzentration ist das nutzlos. Der Schlüssel für jede Waffe ist Konzentration. Erlegen Sie einen Hirsch. Dieser Hunger. Ich muss etwas zu essen finden. Wir werden übrigens tatsächlich die meiste Zeit des Spiels mit dem Bogen kämpfen. Das ist meine Lieblingswaffe in dem Tomb Raider Spiel. Und ich finde, das spielt sich auch am coolsten. Ihr werdet es selber sehen. Wie das Ganze auf schwer wird, kann ich euch nicht sagen, aber... es war auf jeden Fall immer sehr cool. Sieht aber auch gut aus, oder? Ach, guck mal hier. Aha. Hm, eine Art Behälter. Wer hat das zurückgelassen? Einen Geocache. Davon gibt es 5 Stück in diesem Gebiet und wie gesagt, wir werden versuchen, alle Sammelgegenstände mitzunehmen und dazu gehören auch diese Geocaches. Da laufe ich jetzt schon mal ganz gezielt hier in jede Ecke rein. Das geht nachher ganz schnell. Wir sehen die auf der Karte, also es ist jetzt nicht so, dass wir wirklich jeden Winkel ablaufen müssen, keine Sorge. Mal die eigentlich nicht so gut versteckt sind. Es tut mir leid. Ne, zwei müssen ja nicht sein, oder? Entschuldige. Okay, zurück zum Lager. Und wir haben einen Fähigkeitspunkt erreicht. Mal ganz kurz Interesse halber, haben wir eigentlich schon Zugriff auf die Karte? Ich glaube nicht. Du wirst nicht immer moderne Geräte haben, die dir sagen, wo du bist. Wenn du lernst, Landschaft und Sterne zu lesen, findest du immer nach Hause zurück. Ihr seht, der Überlebensinstinkt zeigt uns den Weg an, den wir gehen sollen. Oh Mann. Geh mal ganz vorsichtig weiter. Ihr müsst wissen, es gibt wirklich sehr viele Erfolge. Man muss zum Beispiel auch tatsächlich Vögel töten. Das hört sich doof an. Auch die können wir nämlich, ihr seht es hier, plündern. Wir bekommen dafür Erfahrungspunkte. Und es gibt, glaube ich, auch Herausforderungen, die sich damit beschäftigen, eine gewisse Anzahl von Vögeln zu töten. Es ist grausam, aber... wir müssen überleben und unsere Jagdfähigkeiten verbessern. Ich versuche gerade rechtfertigen. Das ist aber schon, also mit den Hirschen, das ist echt grausam. Oh Gott. Okay, zu lange Bogenspannen ist nicht gut. Ah, und hier haben wir die Pflanze eingesammelt. Auch das erhöht unsere Erfahrungspunkte. Ihr habt es gesehen, und sobald der Balken voll ist, bekommen wir einen Fähigkeitspunkt, den wir dann an einer Lagerstelle in unsere Fähigkeiten investieren können. Guck mal hier, was ist das? Was ist das denn? Guck mal hier. Zahlen. Irgendwelche Koordinaten. Wollte jemand, dass es gefunden wird? Voll. Okay. Und da oben ist unsere Lagerstelle. Aha. Jetzt sind wir wieder hier zurück an unserer Lagerstelle. Und hier seht ihr schon, mit diesem Seil hier können wir noch gar nichts machen. Also da oben kommen wir noch gar nicht hin. Oder? Rede ich gerade Quatsch. Ah, doch, hier rum. Oder? Hier hoch. Mal hier. Ah, da habe ich Quatsch geredet. Neues Equipment zum Öffnen erforderlich. Das ist ja super. Das können wir gar nicht machen. Und auch die Taschen bzw. die Köchergröße können wir, meine ich, sogar verbessern. Lass mal an hier. Ach, hör auf, wir müssen diese Dinger kaputt schießen. Geisterjägerin. 1 von 10 Totems zerstört. Da habe ich jetzt natürlich nicht drauf geachtet, ne? Eins von 10 Totems zerstört. Ja, als wir oben in das Gebiet reinkamen, hing natürlich eins, das weiß ich noch. Aber ansonsten, ja, könnten die ja überall sein. Da, zum Beispiel. Mein Gott. Und ihr seht schon, der Überlebensinstinkt ist sehr nützlich. Okay. Und wir sind zurück an der Lagerstelle. Moment. Können wir denn dieses eine Ding da auch kaputt schießen oder ist das so unten gewesen? Ach, guck mal da, tatsächlich. 3 von 10. Da haben wir das aber am gemeinsten, oder? Weil man da ja normalerweise vorbeiläuft, bevor man den Bogen hat. Okay, wir gehen zur Lagerstelle. Und rasten einen Moment. Verwenden Sie Fähigkeitspunkte, um im Fähigkeitenmenü Ihre Fähigkeiten auszubauen. Das haben wir hier 3 Möglichkeiten. Überleben. Genau, Überleben, Jäger und... Überleben und Jäger. Was haben wir denn hier? Sicherer Modus. Sind Sie konzentriert, haben Sie mehr Zeit, um mit Ihrem Bogen zu zielen. Setzen Sie Beutel und Taschen effektiv ein, können Sie mehr Munition transportieren. Und hier hätten wir... Meistern Sie 7 weitere Fähigkeiten, das ist Quatsch, taktische Instinkte, tierische Instinkte. Halten Sie die Augen offen, um schwer zu findende Tiere und Nahrungsquellen aufzuspüren. Überlebenskunst. Sammeln Sie zusätzliche Belohnungen beim Plündern von Tierkadavern und Lebensmitteltruhen. Durchsuchen Sie Kisten und Truhen sorgfältig, um mehr Bergungsgut zu erhalten. Plündern Sie Tierkadaver sorgfältig, erhalten Sie mehr Bergungsgut. Heile wiederfinden. Ich würde das tatsächlich machen. Neue Fähigkeit gemeistert. So, die Weltkarte ist nicht verfügbar und ganz rechts die Upgrades sind auch nicht verfügbar. Okay. Hier spricht Conrad Roth, Kapitän der Endurance. Wir sind Schiffbrüchige auf einer Insel im Drachendreieck. Roth! Lara! Du lebst! Ganz ruhig. Bist du okay? Was ist passiert? Ich war erst am Strand und dann bin ich in irgendeiner Höhle aufgewacht. Da war ein irrer Mann, Roth, und eine Leiche. Oh Gott. Wo bist du jetzt, Lara? In Sicherheit? Es war alles so schrecklich. Es ist meine Schuld. Es ist alles meine Schuld. Lara, hör mir zu. Ich habe SOS von der Endurance gefunkt, bevor ich von Bord ging. Hoffentlich hat es jemand empfangen. Ich habe mit den anderen gesprochen. Wir sammeln uns auf meiner Position. Bitte komm und hol mich. Ich muss hier bleiben. Du schaffst das, Lara. Erinnerst du das Klettern am Snowden? Du hast gesagt, dass der Trick darin besteht, immer in Bewegung zu bleiben. Bewegung zu bleiben. Finde einen Weg den Berg rauf, durch die alten Ruinen. Und lass das Funkgerät an. Okay. Eine mutige Idee, oder? Das Funkgerät anzulassen, wenn ihr irgendwo diese ganzen gruseligen Typen rumstreunern. Okay, gut. Wir müssen den Berg hinauf. Mann, Mann, Mann. Aber immerhin, sie leben noch. Toll. Musik. Ah, die Tür ist offen. Das ist ja super. Okay, wir gehen noch einmal den... Hallo? Nicht Hallo sagen. Nein, da ist niemand. Wir gehen noch einmal durch den Wald, okay, weil ich möchte gerne wissen, ob wir hier noch irgendwo diese Totems haben. Oh Mann, das macht mich ja total wahnsinnig, das Geräusch. Aha. Ich frage mich nur, sind jetzt alle hier oder sind jetzt nur die Hälfte hier? Ich werde aber jetzt auch nicht Ewigkeiten suchen, dann optional mache ich das wirklich am Ende des Spiels. und füge das dann als Videos nach dem Ende ein. Für die Leute, die wirklich sehen wollen, wie ich alles sammle, die können sich's angucken. Und die, die nur das Spiel sehen wollen, denen will ich jetzt auch hier nicht den Spaß verderben, indem ich alles einsammle. Okay, wir folgen der Musik, die sich gar nicht gut anhört. Aber wirklich gar nicht gut anhört. Hinuntersteigen. Und wieder überall Flaschen und Dosen und leere Gefäße. Oh Mann. Wer auch immer hier lebt, lebt hier schon sehr lange. Und das scheint ein alter Bunker oder sowas zu sein. Merkt euch übrigens vor allen Dingen sehr gut, was in den Zwischensequenzen, zum Beispiel in dem Video auf der Kamera, gesagt wurde. Alles mit dieser Sonnenkönigin und... ja, das alles. Was sind das für Zeichen? Eine Sonne. Was mache ich bloß? Oh Gott. Wer hat da bitte was gezählt, frage ich mich. Und das sieht aus wie ein Yin und Yang mit 3 Teilen. No one leaves. Niemand geht. Oder niemand verlässt uns. Aha. Diese traditionelle Nomaske stellt eine hasserfüllte Frau in der Gestalt eines Dämons dar. Was zum Teufel? Im Inneren befinden sich Spuren von weißer Farbe. Wer immer die Maske benutzte, war von adeliger Abstammung. Das ist ja ekelhaft. Zoomen. Pfui. Ja, ihr seht schon, wir können Masken sammeln. Moment mal. Fortschritt 2%. Eine von 42 Reliquien gefunden. Oh Gott, das ist noch eine Menge. Wir können natürlich, Tomb Raider typisch, auch Reliquien und all so ein Zeug finden. Eben auch diese Geocaches und so weiter. Und das war eine Plünderkiste. Und da noch mehr Knochen mit Fleisch diesmal sogar. Das ist ja fabelhaft. Da kommen wir noch nicht durch, oder? Nein. Ich brauche was zum Aufstemmen. Eine Stemmaxt. Neue Ausrüstung erhalten. Ach, von hier kommt die Musik. Oh, die eiert aber ganz schön, die Schallplatte, ne? Und jetzt können wir hier Türen durchdrücken. Triggern der Quadrat-Taste auf Stemmen. Eine Fackel bitte. Das hört sich aber schon sehr anstrengend an. Fackel auf den Boden geworfen, hebt die jetzt wieder auf. Cool. Eieiei. Einmal durch. Eieiei. Wundert euch nicht, wenn ich komische Töne von mir gebe. Ne? Die erste Aufnahme ist immer komisch. Ich bin aufgeregt, nervös. Vorsicht, Wölfe. Ja? Das ist nicht gut. Und schon wieder dieses komische Yin und Yang mit 3 Zeichen. Okay, ab nach oben. Und bitte lasst da keinen Wolf stehen, der uns direkt mal mit einer dicken Pranke begrüßt. Das ist ja nicht so schön. Sam? Erneut eine Lagerstelle. Wir haben ein Feuer. Such den Raum. Wir sind unterwegs. Haben wir sie gefunden? Lara, da bist du ja. Sam, Gott sei Dank. Überraschung. Schon okay. Er ist in Ordnung. Oh, ich wollte Sie nicht erschrecken. Irgendwann wird hier wohl jeder etwas nervös. Wir haben mit Ihrer Crew gesprochen. Sie sind unterwegs. Er hat meinen Fuß verbunden. Ach, das war doch das Mindeste. Meine Manieren, entschuldigen Sie. Ich bin Matthias. Ich bin übrigens Lehrer. Das alles hier ist nichts für mich. Ich bin viel zu ängstlich. Süße, du siehst erledigt aus. Setz dich. Ja. Sam hat mir gerade von der Sonnenkönigin erzählt. Genau, Himiko. Können Sie mehr erzählen? Ich bin fasziniert. Naja, ob Sie es glauben oder nicht, einige tausend Jahre zurück war Königin Himiko sowas wie die Chefin von Japan. Sie liebt diese Geschichte. Himiko war bewundernswert, geheimnisvoll, aber auch rücksichtslos und wirklich mächtig. Die Legende sagt, sie hatte schamanische Kräfte. Und an dieser Stelle steige ich immer aus. Aber in jedem Mythos steckt etwas Wahrheit. Sie kommandierte eine Armee von Samurai-Kriegern, ihre prachtvolle Sturmwache. Sie ritten im Wind in das Schlachtfeld und vernichteten all ihre Feinde. Es heißt, die Sonne gehorchte Himikos Kommando und sie regierte alles, wohin ihre Strahlen gelangten. Von den Bergen bis zum Meer und darüber hinaus. Was ist aus ihr geworden? Sam? Matthias? Sam! Sam! Scheiße! Oh nein, bitte nicht. Lass los! Alles gut, mein kleiner Vogel? Bin ich froh, euch zu sehen. Ist Sam bei euch? Sie war bei dir? Sie war hier. Mit diesem Mann, Matthias. Dann bin ich eingeschlafen. Und als ich wach wurde, waren sie weg. Ihr Ladies solltet euch nicht absetzen. Wir müssen sie finden. Warte, was ist mit Roth? Okay, aufteilen. Einer von uns geht mit Lara zu Roth, der Rest macht sich auf die Suche nach Sam. Ich gehe mit dir. Nein, ich mach's. Sie können damit umgehen? Es ist eine Weile her. Es fällt mir wieder ein. Also zu Roth. Wir werden Sam und diesen Matthias kriegen. Du bist okay? Ja, ich muss mich noch mal kurz ausruhen. Ja. Ja, am besten bleibst du hier. Ich sehe mich mal um. Okay. Neues Lager entdeckt, Waldruinen. Ganz ehrlich, hättet ihr den alleine gelassen? Hättet ihr den alleine weggehen lassen? Ich nicht. Ich kann kaum glauben, dass wir tatsächlich auf einer Expedition sind, um die Heimat meiner Vorfahren zu finden. Seit ich Lara die Geschichte von Himiko erzählt habe, war sie auf der Suche nach diesem Ort. Ich habe nie viel darüber nachgedacht, dass das alles tatsächlich historisch sein könnte. Meine Großmutter erzählte mir die Geschichte, als wäre sie eine Erinnerung. Vor vielen Jahrtausenden herrschte die Sonnenkönigin Himiko über das Land Yamatai. Die Sonne gehorchte Himiko und sie beherrschte alles, was deren Strahlen berührten, von den Bergen bis zum Meer. Aber eines Tages verschwand Yamatai plötzlich spurlos und geriet in Vergessenheit. Oh Mann. 1 von 7 Crew der Endurance gefunden. Sam Familiengeschichte. Es ist Sams Geschichte über die Sonnenkönigin und Yamatai. So hat sie sich das bestimmt nicht vorgestellt. Glaube ich auch. Okay. Haben wir. Moment. Hier geht es nicht lang. Doch hier, guck mal. Feuer erforderlich. Sie brauchen ein Feuer, um dieses Objekt in Brand zu setzen. Kann ich die Fackel denn nicht nehmen? Ich habe gar keine Fackel, oder? Kann ich die... Habe ich hier eine Fackel? Ah, guck mal hier. Sehr schön. An diesen Helmen können wir also immer die Fackel entzünden und hier dann das Ganze abfackeln. Zack. Und Bergungsgut. Sammeln Sie Bergungsgut, um in Basislagern Waffen-Upgrades durchzuführen. Das hört sich doch auch wieder super an. Wir gucken mal ganz kurz hier hinten, ob hier noch was ist. Man wäre eigentlich perfekt, um hier so ein Ding irgendwo hinzuhängen, oder? Eigentlich? Ja, sieht nicht so aus. Okay, dann mache ich jetzt hier aber auch mal ein erstes Päuschen und werde die ganze Videodatei kontrollieren, ob das Ganze mit der Aufnahme funktioniert, die Soundeinstellung kontrollieren und beim nächsten Mal machen wir weiter. Und werden unserem guten Whitman folgen, aber ganz ehrlich, ich hätte den niemals alleine mit der Pistole mit Lara gelassen, vor allen Dingen, weil die beiden sich eh nicht ausstehen können. Das ist eigentlich so doof. Aber ihr merkt schon, das Spiel hat mehrere Klischees, zum Beispiel auch Lara schläft ein, dann wird Sam entführt. Ich meine, ich wäre nicht eingeschlafen, kein Mensch schläft da ein in der Situation, ne? Aber es sind so ein paar Klischees, aber es ist einfach süß. Ich finde das Spiel cool, ich finde Laras Präsentation cool und ich freue mich riesig aufs nächste Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann, ciao.